Landesligist Fortuna Biesdorf hat im Viertelfinale des AOK-Landespokals einen ordentlichen Brocken vor der Brust. Tennis Borussia Berlin heißt der Gegner und TB hat in der Winterpause auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Murat Torhan, Zweiter von rechts, war 2016, 2017 Torschützenkönig in der Oberliga mit 36 Treffern. Er soll den an der Schulter verletzten Karim Benjamina ersetzen, der dem Team von Dennis Kutrieb wohl mehrere Wochen fehlen wird. Gesucht wird der erste Abnehmer der Halbfinaltickets, TB in Weiß. Partie aufgrund der Witterungsbedingungen nicht im Mommsenstadion, sondern auf Kunstrasen. Und mit dem kommt TB bestens zurecht. Siebte Minute, Thiago Rockenbach da Silva, das 1:0. Wunderbarer Volley von Rockenbach, 34 Jahre alt, im Süden Brasiliens geboren. Hat auch schon zweite Bundesliga gespielt für Fortuna Düsseldorf. Das schon sein fünfter Treffer im Pokal. 14 Minuten gespielt, das ist Karaman. Ball hoch in der Luft und dann gibt es einen kleinen Schubser gegen Biesdorfs Dennis Merz. Spiel läuft erstmal weiter. Effe Önals Schuss, kein Problem für Pohlmann. Und dann unten links der Schubser gegen Schiedsrichter Sven Schröder. Und das gibt Rot. Viele haben es gar nicht mitbekommen, aber die Wiederholung verdeutlicht, die Arme gehen Richtung Schiri. Das ist unsportlich. Sowas darf man sich nicht erlauben. Der Worst Case für Biesdorf, erst der frühe Rückstand. Und jetzt auch noch 75 Minuten in Unterzahl. Merz mit einem Bärendienst für die eigene Truppe. Biesdorf dann mit der ersten Chance. Fabian vorbei an Aktas, bekommt den Ball allerdings nicht vor der Torauslinie. Was nicht genau zu erkennen war, TB. Keeper Aktas touchierte Fabian noch leicht. Schiri Schröder entscheidet auf Gelb und Freistoß für Biesdorf. Warum zeigen wir diese Szene? Weil es nicht viel mehr gab an Offensiven vom Landesligisten. Vorne harmlos und hinten macht sich Biesdorf das Leben selbst schwer. Katastrophaler Fehlpass. Rockenbach dazwischen, muss nur noch einschieben und dann fährt ihm Jogeleit in die Parade und es gibt Elfmeter. Und dann fangen die Diskussionen an. Göwicke und Steinpilz bei Schröder und die sagen, das ist doch auch eine rote Karte. Und Schröder macht sich auf den Weg zum Assistenten. Die große Frage der Dreifachbestrafung, sie stellt sich nicht wirklich. Es ist die Vereitelung einer klaren Torschance, ohne die Absicht, fair den Ball zu spielen. Und genau das führt folgerichtig zu Rot für Jogeleit. Der Elfmeter, eine Sache für den Erfahrensten auf dem Platz, Rockenbach. In der letzten Runde gegen Empor vom Punkt getroffen, jetzt mit dem 2:0 für TB. 44. Minute, das Tor zum Halbfinale weiter aufgestoßen. Rockenbach gewann mit dem BFC Dynamo 2017 schon den Berliner Pokal. 2:0 Führung zur Pause für TB, zwei Mann mehr auf dem Platz. Da kann man schon mal ausprobieren, was der neue Mann so drauf hat. Murat Torhan läuft sich warm für seinen ersten Einsatz für die Lila-Weißen. Und er hat kurz nach Wiederanpfiff gleich die erste Chance auf Tor Nummer 1 für den neuen Arbeitgeber. Genau das sind seine Szenen, da stehen, wo man nur noch einschieben muss. 2008 ging er zur Rate, nur versuchte es zwischendurch immer mal wieder woanders. Doch der Weg führt ihn jedes Mal zurück zur Optik. Jetzt startet er einen neuen Versuch bei TB. Und TB kann frei und bequem kombinieren. Die Kugel durchgesteckt auf Steinpilz. 62. Minute, das 3:0. 19 Jahre jung, der Lovis Steinpilz. In der Liga darf er immer mal wieder reinschnuppern. Im Pokal sein zweites Tor, traf schon in Runde 3 gegen Polonia Berlin. Der Oberligist schnürt den dezimierten Gegner hinten fest und kombiniert mitunter richtig ansehnlich. Das ist Rockenbach im doppelten Doppelpass mit Torhan. Der lupft wunderbar zurück auf Rockenbach. Fahne bleibt unten, 4:0. Dreierpack für Thiago Rockenbach. Pokaltore 5, 6 und 7. Damit hat er genauso oft getroffen wie Teamkollege Bekay Jagno. Und Torhan mit dem ersten Scorerpunkt auf dem Tablett fertig serviert. Und Rockenbach muss nur noch vollenden. 4:0, so auch das Ergebnis von Tennis Borussia im Achtelfinale gegen Empor. Aber noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. 10 Minuten vor dem Ende mit kräftiger Mithilfe vom eingewechselten Angelino Neithardt. Weiß anscheinend nur selbst, was er davor hatte. Göwecke schiebt ein, bekommt da nochmal ordentlich eine mit. Aber es ist für ihn letztendlich der erste Pokaltreffer. Er wurde ja zusammen mit Rockenbach 2017 Pokalsieger mit dem BFC. 5:0, 87 Minuten rum für Biesdorf.
war es das aber noch nicht. Das ist Schmunk auf den neuen Stürmer, auf Murat Torhan. Und der meldet sich an bei TB. Was für ein Schlenzer in den Knick. 168 Tore hat der 31-Jährige seit der A-Jugend geschossen. Das 169. zählt sicherlich zu den schönsten seiner Karriere. Fortuna Biesdorf verbaut sich selbst die Chance auf einen echten Pokalfight. TB am Ende souverän und mit einem perfekten Einstand für Torjäger Murat Torhan. Ja, ersten 10 waren wackelig. Da hat er sich in unser Ritual eingefügt. Ja. Hat er die ersten 2, 3 erstmal liegen lassen, aber dafür hat er den danach umso schöner gemacht. Also wir sind alle froh, dass er da ist. Die Mannschaft ist froh, wir Trainer sind froh. Also ich denke, dass er Tore schießen kann, hat er auch heute wieder gezeigt, auch wenn es nur eins war. Tennis Borussia Berlin legt vor und kann von der Couch entspannt zusehen, wer der mögliche Gegner wird im Halbfinale des AOK-Landespokals. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.